Sehr schön hier. Da sind sie. Sie ist so ein bisschen abgeblichen. Jetzt geht's auf. Matthias! Hallo. Morgen. Morgen. Ich grüße dich, hallo. Guten Morgen, hi. Ach, herrlich. Mensch, endlich bin ich mal hier im Reich der Fellas. Ich hab gleich eine Frage. Wieso habt ihr zwei getrennte Klingeln? Wir haben zwei getrennte Klingeln, weil ich ja unten noch das Reisebüro habe. Ah. Und dass die Leute, wenn die eine Reise buchen wollen, nicht beim Hubert klingeln. Deswegen ist unten quasi mein Name drauf, weil es ja Reiseagentur also, Matthias Feller heißt. Ihr habt ja auch ein Büro, also ihr habt hier ein Reisebüro drin. Im Wintergarten habe ich gleichzeitig noch ein Reisebüro, richtig. Ah, und verstehe. Und dann, warte mal, da habe ich noch eine Frage. Sag mal, was verbirgt sich, sind das alles eure Garagen? Das sind in der Tat alles unsere Garagen. Von der ersten bis zu dieser hier. Was ist also alles, was blau ist. Ja, was habt ihr in den ganzen Garagen drin? Ja, wir haben da gar nichts drin. Die sind alle vermietet. Ach so. Und da stehen Autos drin. Aber die gehören euch? Aber die gehören uns, genau, ihr richtig. Ihr habt sie vermietet an die... Ihr habt jetzt nicht noch richtig, wir haben nur, oder so? Nein. Wir haben nur hier unsere beiden Autos drin. Also Sommerauto und Hubert sein Auto. Das andere Auto habe ich oben stehen. Ja? Ja. Alles klar. Ich dachte, ihr habt jetzt hier so wie in Amerika immer so den ganzen Gerümpel habt ihr da drin reingelagert? Nee. Nein, das nicht. Alles klar. Ich verstehe. Und habt ihr einen Deal mit einem Kreuzfahrtschiff? Wir haben keinen Deal mit einem Kreuzfahrtschiff, aber das sind ja so die Kreuzfahrtschiffe, die ich eben halt auch verkaufe. Ne? Mein Schiff, AIDA, Costa. Ja. Ja. Und, aber das heißt, du machst nicht nur Fernsehen, sondern richtig. Du machst richtig Reisebüro. Ich mache richtig Reisebüro. Könnt ihr jetzt mal eben Reisebüro machen? Richtig, genau. Und macht ihr das mehr im Internet oder kommen da wirklich hier so Leute? Also ich habe nach wie vor natürlich Stammkunden, die hierher kommen, aber ich mache natürlich auch viel übers Internet, klar. Alles klar. Was steht da für ein Auto drin? Ich gucke so gerne in Garagen. Ach, was steht denn jetzt da drin? Da steht mein Sommerauto drin, ein CLK. Hast du hier eine... Müssen wir nachher machen. Den Öffner habe ich jetzt nicht dabei. Okay. Der andere steht oben in der... Ja. Und was ist hier in dem? Da ist in der Tat ein Gerümpel drin. Da sind sozusagen die Sachen drin, die im Garten normalerweise im Sommer stehen. Ah, verstehe. Herrlich. Herrlich. Auch so schön blau-weiß, so griechisch. Ein bisschen, ne? Oder? Wobei, du bist ja... Also du bist ja hier in Deutschland aufgewachsen, aber du hast ja quasi italienische Wurzeln. Richtig, genau. Mein Vater ist Sizilianer. Aber hier ist bei euch mehr Griechenland. So ein bisschen, ne? Und dann die Balustraden wie in Spanien so ein bisschen. Es hat von allem irgendwie was. Gut, wir gehen rein. Wir gehen rein. Fort Knox. Ist der Hubert auch da? Ja, der ist oben. Also ich habe nichts dagegen, wenn wir Hallo sagen und so. Der ist nicht angezogen. Alter, okay. Okay, gut. Du stehst in der Schranke, aber wir können auch so durchgehen. Warte. So, jetzt hier ist die Lichtschranke. Jetzt. Ah, jetzt geht's los hier. Willkommen hier im Reich. Richtig, genau. Da ist unser Pool. Ja. Na? Sehr schön. Oh, hier arbeitet die Witterung schon heute hier. Halleluja. Ja, so ein bisschen, das ist alles noch so ein bisschen Baustelle, ne? Ja. Wird umgebaut. Der wird genauso, also der obere ist ja schon gemacht und der wird nächstes Frühjahr dann gemacht. Okay, wie lange wohnt ihr jetzt hier schon? Ja, Hubert ja schon sein ganzes Leben und ich jetzt, wir sind nächsten Sonntag sind wir 17 Jahre zusammen. Wir sind zusammengezogen, wie wir 2 Jahre zusammen waren, also 15 Jahre wohne ich jetzt hier. Das ist Huberts Geburtshaus. Richtig. Ah, okay. Alles klar, herrlich. Ja. Alles hier blau-weiß und hier schön Wasserfall ist nicht. Ist nur so. Das sind nur bunte Steine, ne? Das sind nur Glasbausteine. Ja. Das macht nicht so einen Krach, wenn es plätschern sollte. Alles klar. Und sag mal, ich so als Hobbygärtner. Die ganzen Palmen und die Bananenstauden, nehmt ihr die im Winter rein? Also die Palmen werden nur umwickelt. Ja. Aber die Bananen werden abgeschnitten und dann eben halt auch dick mit Rindenmulch unten zugemacht und dann überwintern die auch. Die Bananen werden abgeschnitten? Ja. Oh, also quasi so bis zum Stamm hin, ne? Also dass keine Blätter mehr dran sind. Also hier in Hammelburg im Fränkischen ist jetzt nicht hier Klimawandel, ihr habt jetzt dauerhaft 30 Grad. Wird schon kalt. Also die überleben das alle ganz gut. Dass hier oben die große Palme, die hat gleich das erste Jahr nicht überlebt.
Allerdings habe ich dann gedacht, das war so eine Mühe, diesen Koloss hier hochzukriegen und einzubuddeln. Ja. Deswegen muss es halt jetzt der Plastikwedel tun. Ne? Oh, auch schön, auch schön. Ja, Mensch, hier grüner Daumen. Aber das war's dann. Nee, ansonsten hier, nee, habt ihr noch einen Garten? So? Nein, nee, nur vorne. Alles klar. Oh, da habt ihr ja Pakete ohne Ende da hinten. Nee, das ist Holz. Holz? Holz. Ah, verstehe. Das ist Holz. Verstehe. Und das ist dein Auto hier? Das ist mein Winterauto, ja. Oder mein Ganzjahreswagen. Sehr schön. Dasselbe hat, hier, sag schon. wie heißt er? Das Boot. Mallorca. Semmelrogge. Semmelrogge hat genau den gleichen. Okay. Der hat in seinem Garten auf Mallorca hat er gefühlt 25 davon stehen. Und Semmelrogge hat seine Klamotten nicht im Haus, sondern der lagert die immer im Kofferraum. Ach so, und deswegen dachtest du, dass ich die in der Garage lagere? Nee, also da, aber hier, das, aber da, dein Auto sieht gepflegter aus als das von Semmelrogge. Das nehme ich jetzt mal als Kompliment auf, ne? Warte. Timo, warte mal, du gehst vor. Du kannst die Schuhe anlassen, Gottes Willen. Ja, natürlich. Lass die an. Genau. Ich habe Hunde, ich habe einen Papagei, also komm daher. Mit drauf, weißt du, wir gehen quasi, machst die Tür einfach nochmal zu und dann. Er ist. Timo, sag, wenn du. Willst du die ganz zu haben? Nee, so rein. Okay. Warte mal ganz kurz, ich muss noch einmal gucken wegen Mikros, dass hier alles läuft. Läuft. So. Okay. So, jetzt ja. So. Rein ins Reich. Ah, hier herrlich. Villa Kunterbund, sage ich. Villa immer, ne? Kunterbund hier. Mensch. Oh, hier ist ja schon Weihnachten. Hier ist schon Weihnachten, in der Tat. Oh, hier, guck, hier ist schon Weihnachten. Das geht ja zeitig los. Also wir drehen ja jetzt. Ich komme gerade aus Amerika. Ich bin gestern gelandet. Ich bin noch so. Kennst du diese Jetlag? Ja, klar. So. Das ist auch immer, ich habe gerade Robert Geis Wochen. Gestern Istanbul, vorgestern New York, okay. Heute und jetzt hier Hamburg. Ich sag schon die ganze Zeit zum Kameramann, bin so Jetlag besoffen. Ist so, ich habe auch geschlafen und alles okay. Gut, aber man ist so. Ne? So, also hier, heute ist welches? Der 6. November. Der 6. November. 6. November und hier schon volle Kanne Weihnachten. Wann geht's los? Oder ist, also ich muss gestehen, ich dekoriere wirklich jedes Jahr immer am 1. November. Ah. Also immer alle Heiligen, wenn ich vom Friedhof komme, wir gehen ja hier auf den Friedhof. Ja, ne? Und danach wird Kaffeekuchen gemacht und dann geht es bei mir eigentlich ab in den Keller und dann ran ans Dekorieren. Das Einzige, was ich nicht mache, ich beleuchte noch nicht. Ah, also das beleuchtet wird ab wann? Beleuchtet wird wirklich eigentlich erst so ab nach dem Toten Sonntag, aber davor wird definitiv natürlich geschmückt. Und wieso 1. November? Gibt es das irgendwo in Deutschland? Das gibt es nirgends. Ich habe das irgendwann mal angefangen, weil ich finde, Allerheiligen ist so ein Tag, da geht man auf den Friedhof, danach wird Kaffee und Kuchen gemacht, danach machst du eigentlich nichts mehr im Fernsehen, kommt auch nichts Gescheites. Und dann bin ich irgendwann mal vor Jahren darauf gekommen, Weihnachten am 1. November einzuleuchten. Super. Und was hast du noch weihnachtlich? Was ja, alles. Es ist alles. Ja, alles. Es ist überall alles Weihnachten. Siehst du ja. Also, hast du Licht in deinem Schirm? Ja, hier. Warte. Ach, hier. Weihnachten hier schon. Menschenskinder. Überall. Zicki, zacki hier. Das habe ich so auch noch nicht. Meine Mutter, die lässt immer das Weihnachtszeug sehr lange stehen. Ja? Also, bis Maria Lichtmess wahrscheinlich. Bis Anfang Februar. Ewig lange steht das noch rum, aber dass jemand so zeitig mit Weihnachten anfängt. Also ich lasse auch bis Maria Lichtmess stehen. Also du würdest auch am liebsten ein ganzes Jahr Weihnachten machen. Ja, ich finde Weihnachten toll. Ich finde auch Käthe Wohlfahrt toll. Jetzt ziehe ich mal meine Jacke hier aus. Jetzt komme ich ins Schwitzen. Ich hänge sie mal hier hin. So, und hier ist quasi eure Küche, wo du immer schön mit Hubert, hier wird gekocht. Hier wird gekocht, richtig. Herrlich. Was habt ihr hier? Das habe ich noch nie gesehen. Dampfgarer ist das. Dampfgarer? Ja. Der steht allerdings nur zur Deko da. Benutzt habe ich ihn noch nie. Muss ich echt gestehen. Ich habe noch nie einen Dampfgarer gesehen. Irre. Aber kann man auch schön Fleisch reinlegen. Ja. Das ist so ein Tausendsasser. Ich sage immer, das ist wahrscheinlich, ich habe es noch nicht ausprobiert. Ich denke, das ist wahrscheinlich ein elektrischer Römertopf. Und hast du den hier bei Allestester bekommen? Nein. Alles, was ich bei Allestester bekomme, nehmen die ja wieder mit. Nein. Das kannst du nicht behalten? Nein.
Aber gab es schon mal was, wo du gesagt hast, oh, das möchte ich jetzt gerne aber behalten? Es gab schon das ein oder andere Teil, aber wenn man dann wirklich drüber nachdenkt, steht es dann am Ende doch plus rum, ne? Alles klar, aber das ist hier nicht von alles Tester, das ist hier. Nein. Das steht einfach immer. Und hast du die hier so stehen, weil das so schön dekorativ ist? Ja, ich habe gedacht, bevor das irgendwo anders da steht, stelle ich es dahin, dann wird es halt immer hier rüber geräumt, wenn gekocht wird, ne? Alles klar, und wer kocht bei euch? Nur ich. Du bist nur der Koch. Hubert kann nicht kochen, nein. Komm mal hier, Kühlschrank, komm, wir gucken mal gerne. Du wirst jetzt nicht totlachen. Oh, hier ist gar nichts drin. Richtig. Ich bin schon beim Aufbrechen. Das Einzige, was wichtig für mich ist, ist mein Joghurt, ne? So viel. Den würde ich am liebsten auch mit ins Haus nehmen. Ich habe gestern frisch geholt. So viel Joghurt. Bauernhof hier. Boah, aber dein Mann, der Hubert, der bleibt ja jetzt hier. Was ist der dann? Wir haben ja noch eine Küche. Ach so. Das ist quasi nur dein Kühlschrank so für Wasser. Das ist jetzt nur der Wasser und wo normalerweise auch gekocht wird. Aber ich koche ja die Woche nichts mehr, weil ich ja nur zum Drehen unterwegs bin. Alles klar. Also ich bin jetzt heute den einzigsten Tag zu Hause. Danach bin ich ab morgen früh in München, in Frankfurt, in Düsseldorf. Und komme erst kurz vorm Einzug nochmal schnell nach Hause. Deswegen ist der Kühlschrank auch schon so leer, wie er jetzt ist. Der arme Hubert muss dann Pizza essen gehen. Der arme Mann hier. Aber ihr habt, Thermomix habt ihr auch? Jetzt. Ich habe ja Thermomix früher mal verkauft, vor 100 Jahren. Ich war ja mal Thermomix-Berater, in der Tat. Also nach der Tupperware hast du... Ich habe auch Tupperware mal gemacht, Tupperware. Richtig. Okay. Und was ging besser, Thermomix oder Tupper? Thermomix. Und am allerbesten ging Vorwerk Staubsauger vor vielen, vielen Jahren. Das war so das Erste, was ich als Direktvertrieb gemacht habe. Alles gemacht. Der Matthias, alles gemacht. Alles. Alles. Und ich frage mich, das ist immer jetzt diese Staubsauger. Ist die Marke jetzt tot oder macht das? Nö, die Marke gibt es immer noch, natürlich. Das ist aber so ein Rentnerding gewesen irgendwie, oder in meiner Vorstellung. Damals vor vielen, vielen Jahren ist das schon so gewesen, ne? Ja. Aber heute sind die auch ganz anders aus. Sie sind ja schön und weiß und nicht mehr in diesem Jägergrün. Hat Vorwerk jetzt auch schon so ein Dyson-Ding? Was kennst du, Dyson, diese Staubsauger? Dyson kenne ich, also du meinst einen Akkusauger oder? Ja, so mit so super, also Power und Superwischer und also Dings auch oder Nasswischer nur, oder und solche. Hat Vorwerk nur diese Ohren? Nein, Vorwerk ist ausdehnbar bis in. Alles klar. Ja. Ah, hier geht's weiter. Badezimmer hier, schön. Aber da habt ihr auch noch quasi ein zweites. Das sind die Vorführräume quasi. Naja, was heißt die Vorführräume? Das sind so die Räume, die ich mir so eingerichtet habe, wie ich das auch unbedingt wollte, ne? Herrlich, hier, Versace. Hier ist das Versace-Bad. Aber hier, das sieht aus, als ob hier nie jemand badet. Du badest ja auch. Doch, natürlich bade ich hier drin. Alles klar, aber so ordentlich, ja? Toll. Hier alles in Versace. Ist Versace? Ja. Prinz Markus hatte das früher auch alles, habe ich den häufiger besucht, der hatte auch alles in Versace. Also alles habe ich noch nicht. Ich habe ja erst vor 3 Jahren mit Versace angefangen. Ja. Und das sind so die ersten Sachen gewesen. Und dann habe ich ja unbedingt natürlich das Geschirr auch gebraucht. Ne? Das ist ja klar gewesen. Alter Schwede hier. Mensch. Wir können jetzt mal hier so einen Wettkampf mit hier Glöckler machen. Naja, ich glaube, an den komme ich noch nicht so ganz ran, an Harald. Aber fast. Also Halleluja. Ich würde mal sagen... Glöckler, hier hast du jetzt Kompetenz. Jetzt ist es vielleicht auch ein bisschen viel durch das Weihnachtszeug, ne? Mir fällt das Weihnachtszeug im Moment noch gar nicht auf. Ich sehe es noch gar nicht. Echt aber nicht? Hier, doch, jetzt, wenn man mal so genau, alles klar. Und was hast du hier stehen, wenn kein Weihnachten ist? Ja gut, die Sachen sind natürlich jetzt alle weggepackt. Okay, ne? Ja. Aber da habe ich auch viel Gold und Kitsch halt. Wahnsinn, ihr Mensch. Irre. Hier, Papagei. Hallöchen, wie heißt der Kollege? Der Kollege, die Kollegin eigentlich. Also die Kollegin heißt Macho, weil die Vorbesitzer nicht wussten, dass es ein Weibchen ist. Okay. Also es ist ein Weibchen, die Macho heißt. Ja. Und das Frauchen ist gestorben und die Gute ist erst 15 Jahre alt und dann habe ich sie, das ist ein Corona-Vogel eigentlich. Also in Corona habe ich dann den Vogel, hast du gekauft? Richtig. Nein, nicht gekauft, geschenkt bekommen. Alles klar. Ja. Wer schenkt einem Papageien? Ein Kakadu. Wer schenkt? Freunde von mir, wo eben halt die Mutter gestorben ist und die arme Kerlin ein neues Zuhause gebraucht hat. Ah, okay. Also du hast jetzt nicht aktiv nach einem Kakadu-Papagei gesucht. Aber die wussten natürlich, dass ich immer schon einen Kakadu haben wollte. Alles klar. Ist eine ganz einfache Geschichte. Wie ich Kind gewesen bin, hatten wir eine Zoohandlung um die Ecke bei uns, wo wir gewohnt haben. Und die hatten einen Kakadu, einen Gelbwangen-Kakadu im Schaufenster.
Und da wollte ich immer einen Kakadu haben und das ist dann ja vor 3 Jahren. Das ist ja immer heutzutage, muss man ja wahnsinnig aufpassen, da kommen sofort die Tierschützer und irgendwie, aber der war eh bei einer älteren Dame aus dem Freundeskreis, richtig, ist gestorben, richtig, und du hast genau jetzt hier, alles klar, verstehe. Na du, spricht der auch? Nee. Wie heißt der nochmal hier? Macho. Macho. Aber Pfötchen gibt er, genau. Pfötchen gibt er? Und darf er auch mal raus? Ja. Ja. Nee, ich glaube, das ist keine gute Idee, weil ich glaube, er ist nicht so freundlich, wenn jemand sehr nah bei mir ist. Ah, ist eifersüchtig. Er ist sehr eifersüchtig. Also ich hatte meinen Hausarzt mal hier gehabt, weil es mir nicht gut ging vor Jahren. Ja. Und der lief hier rum und ich sag, mach aus dir keinen Kopf zu machen, der macht nichts, der bleibt eh auf dem Boden. Und mein Hausarzt setzte die Spritze bei mir an und in dem Moment springt der Vogel von oben an ihn dran und ja, dann muss ich den Vogel erstmal. Also er liebt dich? Ja. Und sag mal, ihr habt doch sonst so Hunde. Die habe ich schon bei der Mama. Okay. Weil die ja auch sozusagen in Pension jetzt müssen. Ja, ja. Und meine Mutter selber hat auch noch 3 Hunde und deswegen sind die schon untergebracht. Und dem Hubert wolltest du jetzt nicht mit den Hunden. Der ist nicht so der Hundebetreuer, der Hubert. Doch, das schon. Aber der Hubert hat ja selber auch Termine natürlich, ganz klar. Wenn der Hubert jetzt irgendwie weg ist, vielleicht, wissen wir noch nicht genau. Von daher ist es einfacher, wenn die dann bei der Mama sind. Dann sind die im Rudel und dann fühlen die sich auch wohl. Alles klar. Ach Mensch, hier ist ja wirklich Wahnsinn. Alles da hier. Toll. Versace, wer ist das? Kriegt man denn den Schrank auch von Versace oder? Der ist nicht von Versace, nein. Aber es gibt natürlich Möbel von Versace. Ja. Wo kriegt man so einen Schrank her hier? Boah, wenn man lang genug im Internet sucht, findet man natürlich alles. Ich meine, das sind italienische Stilmöbel. Irgendwas Italienisches muss ich ja natürlich auch haben, ne? Alles klar. Meine Fresse. Und äußert sich so bei dir so der Italiener? Kochst du manchmal gerne auch Spaghetti? Also ich könnte ja wirklich jeden Tag Nudeln essen, muss ich gestehen. Ja. Allerdings würden die meiner Figur nicht so ganz bekommen. Also ich könnte wirklich früh schon kalte Nudeln essen. Ne? Ja. Und am Temperament kommt der Italiener natürlich auch raus. Alles klar. Oh, hier, Mensch, diese Riesen... Wo lagerst du diese Riesen Weihnachtsfiguren den Rest des Jahres? Oder hast du die immer stehen? Die habe ich nur Weihnachten stehen. Aber das Schöne ist, die sind ja dann auch einfach wieder zum Auseinanderbauen. Ne? Alles klar. Nicht schlecht. Der Matthias, das ist ja alles hart hier. Und jetzt hier, wenn du zu so Promi Big Brother gehst, hast du Respekt? Schon jetzt schon Heimweh? Also Heimweh habe ich ja nie im Format, muss ich gestehen, außer wenn dann Videobotschaften kommen. Deswegen bin ich ja immer kein Freund von Videobotschaften. Also in den anderen Formaten, wo bis jetzt Videobotschaften gekommen sind, auch bei Promis unter Palmen zum Beispiel, das fand ich nicht so prickelnd, weil das ist dann sowas, wo ich dann am nächsten Tag ganz schön mit zu kämpfen habe, ja. Wenn ich nichts sehe, was ich vermissen könnte, ist alles gut, aber wenn jetzt meine Eltern und der Hubert dann zu dritt auf der Couch sitzen und die Grüße kommen, das ist dann für mich natürlich, dann bin ich am liebsten nach Hause. Ganz klar. Vor dem Projekt Big Brother habe ich natürlich größten Respekt, aber ich freue mich auch drauf. Also ich glaube, Big Brother ist nochmal eine ganz andere Geschichte wie Dschungelcamp. Mhm. Ja? Vor allem bin ich auf die Größe dieses Wohnraumes sehr gespannt. Ich auch. Weil damals im Dschungel dachte ich auch, das ist ja riesengroß, das Camp. Und das Camp war ja wirklich sehr, sehr klein. Ja. Also von daher denke ich auch, dass das Haus relativ überschaubar ist. So, jetzt bei deinen Mitbewohnern, ja, gibt es irgendjemanden, wo du denkst, oh Scheiße, die will ich jetzt auf keinen Fall sehen, da habe ich schon totalen Respekt. Was wäre jetzt, wenn Frau Obert da jetzt einziehen würde? Ach, mit Claudia komme ich ja klar. Also auf Claudia würde ich mich heutzutage ja sogar freuen. Wir haben ja jetzt erst bei Michaela Schäfer auf dem 40. Geburtstag gefeiert. Claudia ist jetzt kein Beef mehr, weil Promis unter Palmen war das ja so ein bisschen, naja. So richtig, nicht, aber Claudia und ich, wir haben uns vor über einem Jahr ausgesprochen und wissen beide, dass es Geschäft ist, dass es Business ist und verstehen uns gut. Also hinter den Kulissen bei Matthias und Frau Obert ist alles super. Richtig. Aber ihr macht quasi nur Show. Naja, was heißt nur Show? Bei Promis unter Palmen war es schon so, dass sie nicht meine Lieblingsmitbewohnerin gewesen ist. War anstrengend. Sie war sehr anstrengend, ja. Okay. Also aber das sagen andere wahrscheinlich auch über mich, dass ich anstrengend bin. Ich natürlich nicht, ja. Ich würde das nie sagen, um Gottes Willen. Okay, aber war schon anstrengend. In was für ein Format, beim Dschungel, wen fandst du da anstrengend? Was war so für dich? Der mit mir drinne war. Ja, ja.
Boah, wen fand ich anstrengend, der mit mir drinne gewesen ist? Juliana Verfaller fand ich sehr anstrengend, muss ich ehrlich sagen, obwohl sie eigentlich die ruhigste war. Aber ich kann mit ruhigen Menschen nicht so viel anfangen. Also von daher hat mich eigentlich das Ruhige mehr aufgeregt, wie das, was an lauten Menschen da gewesen ist, ja. Jenny Frankhauser fand ich halt sehr fiendsich damals, muss ich ehrlich sagen. Aber ansonsten habe ich mich eigentlich mit allen gut verstanden. Okay. Kennst du eigentlich Peter Klein? Kennt ihr euch schon? Ich kenne Peter. Peter war damals Begleitperson Ja. gewesen. Und ja, Iris hatte damals ja auch richtig schön Theater gemacht gehabt, wegen diesem Streit, den ich mit Jenny gehabt habe. Ja, Aber Peter hat sich da ja sehr bedeckt gehalten, was das Ganze angeht. Das heißt, ich freue mich sehr auf Peter, ohne dass er in den Clown der Black Mamba ist, muss ich ehrlich sagen. alles klar, ich verstehe. Also du bist eher Team Peter. Definitiv. Das war Weil, ich aber schon, wie er noch mit ja. Iris zusammen war. Habe ich immer gedacht, der arme Mann gehört eigentlich befreit. Das habe ich mir auch manchmal gedacht. Aber das ist schön, da könnt ihr euch ja, da gibt es ja schon Freude, ne, dass ihr euch da. Definitiv. Also bis jetzt, was ich an Kandidaten gesehen habe, freue ich mich, muss ich sagen, wirklich eigentlich auf alle, auf die ich mich jetzt nicht freue, da gehe ich neutral dran, weil ich sie nicht kenne. Ja, also wir bis jetzt haben wir ja, also wir haben Peter Klein. Wir haben Jelis. Jelis, kennst du auch schon? Jelis kenne ich auch, Ja, ja. und wie ist es mit Jelis? Jelis Auch? auch, alles fein. Also Jelis Alles war fein. damals zu der Zeit noch mit Paco zusammen, Ja. wie ich sie kennengelernt habe. Also ich kenne auch Jelis, ihre Schwester, also von daher auch alles fein. Bis Patenonkel vom Kind und so. Nein, das nicht, das nicht, nein. Dann Patricia habe ich jetzt kennenlernen dürfen in einem vorherigen Format. Auf die freue ich mich sehr, muss ich wirklich gestehen. Und ja, ansonsten Also Dominik. für dich ist das so ein Klassentreffen. Ja, im Grunde genommen wirklich, weil Dominik Stuckmann ist ja aus Frankfurt, Ja. 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 Dominik und ich, wir waren auf vielen verschiedenen Veranstaltungen schon. Wir haben Ninja Warrior zusammen gemacht. Also von daher, das kann ruhig so weitergehen, sag ich mal. Alles klar, komm, steck die Ober da noch mit rein. Die war ja schon da. Und auf die Leute, auf die ich mich nicht freuen würde, die waren auch schon da. Und ich glaube, die eine würde auch niemals genommen werden. Für wen würdest du dich jetzt nicht so Ja, freuen? also Desiree Nick bräuchte ich jetzt nicht unbedingt da Ja, drin, muss ich wirklich gestehen. kannst du nicht leiden. Seid ihr schon mal so aneinander gelassen? Desiree und ich, wir waren ja eigentlich bei Promis unter Palmen sehr gut miteinander, aber das hat dann danach nicht so funktioniert und ich bin auch nicht traurig drum, muss ich ehrlich gestehen. Danach, also da drin hat es gut Da funktioniert. drin hat es Kann gut mich erinnern, ja, funktioniert, war super, genau. war auch wegen Obert und so, ne, war Genau. so. Ah, okay, aber danach nicht. Ja, danach hat sie sich irgendwie hintergangen gefühlt gehabt, Von dir? weil ich mit Carina befreundet gewesen bin. Und aber das ist eine längere Geschichte. Verstehe. Ja. Und wen ich auch nicht dort haben möchte, ist Helena Fürst. Aber ich glaube kaum, dass wir die Fürstin des Finsternis beim großen Bruder sehen. Weiß? Bitte Aber nicht. wer weiß? Ja, also wer weiß? Es bleibt spannend bis zur letzten Sekunde. Ach Mensch, was gibt es hier noch Schönes bei dir zu sehen Ja, was so? gibt es noch? Wie gesagt, dann Sag mal, natürlich. wo packt ihr noch mal immer so die Alles-Tester-Geschichten? Wo ist so der Platz? Und macht ihr überall mal, Also oder? eigentlich hier, das Ja. ist einmal der Hauptspot. Ja. Und dann wird sehr viel natürlich hier gedreht, ne? Ah ja. Warte, du musst wahrscheinlich einmal hier umstellen. Ne? Gut. Wahnsinn, ja. Also, und habt ihr so ein Abo mit dieser, mit der Marke für diesen Shampoos? Habe ich noch nicht, aber das sollte ich vielleicht mal anfangen, oder? Also Vorsicht. Merchandising-Produkte habe ich ja jede Menge von denen, ne? Ja, ich merke schon. Und Ja, sag mal, ja. was ist mit dem Sessel? Ist es wegen der Hunde oder was? Nein. Nee? Also viele denken ja immer, ich habe eine Katze, weil der Sessel so böse Ja? aussieht, aber der Sessel verträgt in der Tat die Sonneneinstrahlung nicht. Ah, verstehe. Richtig. Deswegen ist auch diese Couch das nächste, was demnächst Das das gibt es ja manchmal Zeitliche auch so bei gesegnet hat. Autos. Wenn die zu viel in der Sonne Ja, stehen, ja. dann. Das Geile ist mir immer so, wie einer draufgesessen hat, meinst du, ich habe hier Hühner gehalten, weil hier ist dann alles schön voll Krümel von diesem Sessel. Alles klar. Wie alt sind die Sessel jetzt? Boah, wie alt sind die? Ich glaube auch 10 Jahre. Ja, Ich glaube, da Mensch. darf auch mal was Neues dann her nach Auf 10 Jahren, jeden ne? Fall, auf jeden Fall. Ich hätte gedacht, es kommt jetzt von Hunden Nee, irgendwie. nee. Ach Mensch, hier so schön. Hammelburg. Wir haben bei euch, wir haben uns erst erschrocken, ist hier IT gelandet, fast diese Satellitenanlage. Richtig, richtig, ja. Alter Schwede, da war ich mir erschrocken. Aber das ist jetzt nicht Hammelburg, sondern das ist Das ein ist Ortsteil. Diebach, genau, das ist Diebach. ein Ortsteil, ne? Hier wurde die Ink Diebach erfunden, in Diebach.
Amelt. Und hier überall schon, hier schön dekoriert, da Weihnachtsmann. Überall. Du brauchst riesige Schuppen, wo du das ganze, richtig, ganze Deko-Zeug hinstellst. Wahnsinn. Und sitzt hier auch mal jemand oder ist das hier, ist das nur fürs Fernsehen? Nein, nein, wir sitzen da wirklich. Oh ja. Ja, ja. Zu welchen Anlässen wird hier gesessen? Oh nee, hier hast du dein Büro, oder? Also ich habe ja zum einen, klar, hier ist Büro, ja, ne, wo ich eben halt die Reisen buche. Ja. Aber zum anderen ist es natürlich auch so, dass wir hier Ostern, Weihnachten, je nachdem, mal hier sitzen, mal dort sitzen. Alles klar. Und das ist die Mama? Das ist Huberts Mama. Huberts Mama? Das ist Huberts Mama, genau. Ah, hier Huberts Mama. Herrlich. Also den Schreibtisch teilt ihr euch. Obwohl, nee, das ist dein Schreibtisch, oder? Hast du das ist mein Schreibtisch. Das ist mein Schreibtisch. Ich habe Huberts Mama bis zum Schluss gepflegt. Die war ja ein Jahr Pflegefall, okay, gewesen. Ja, ja. Und ja, deswegen habe ich auch überall ein paar Bilder immer. Alles klar. Mensch, herrlich hier. So, und wo geht es noch weiter? Gibt es noch mehr? Ja, 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 ja. Ah, hier. Ich muss mich einmal hinsetzen. Timo! Ich muss mich einmal hier hinsetzen. Ja, ich muss mich einmal hier auf das gute Sofa setzen. Und wenn ihr so abends mal eine Runde fernseht, wo macht ihr das? Macht ihr das hier? Hier. Wo ist der Fernseher? Der Fernseher ist hier. Da muss man so ums Eck gucken. Nee, 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 nee. Halt, warte mal, Timo, geh mal zu hier. Ach du, warte mal. Stopp. Ja, genau, mach noch mal hier. Ah, alles klar. Ah, okay. Na? Hier wird also der Hubert sitzen und dich dann beobachten. Richtig. Unter Umständen. Toll. Also es gibt ja so Deko-Sachen, ja, die hier, so ein Kelle mit so einem, nicht schlecht. Darf man die auch essen? Oder die darf man auch essen, die sind auch nicht aus Wachs. Also du kannst gerne eins nehmen. Hast du mit denen so einen Werbevertrag, dass die dir immer hier so schön... Nein, habe ich nicht. Obwohl ich sie ja in der Tat wirklich überall habe. Ne? Also auch das Bild ist ja auch... Wahnsinn. Lecker, alles. Alles hier durchgestellt. Das war Hochzeit? Das war Hochzeit, richtig. 2018. Ach Mensch. Herrlich. So, weiter geht's hier in deinem schönen Haus. Ofen wird auch manchmal geheizt. Immer. Ja, jeden Abend eigentlich, ne? So tagsüber halt, ja, ja, weniger. So, das ist das nächste Esszimmer noch. Mama, ein bisschen. Noch ein Esszimmer. Wahnsinnig viele Esszimmer. Mhm. Ich habe nicht so viele Esszimmer, wie ihr habt. Kommt so oft Besuch zu euch? Also wir haben schon sehr viel Besuch, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich tue halt gerne kochen. Ne? Mhm. Und dadurch habe ich schon relativ oft... Was gibt's heute Mittag? Heute Mittag gibt es nichts. Ich muss nichts mehr kochen die Woche. Meine Mutter kocht die Woche schon. Mama ist auch hier im Haus? Meine Mutter wohnt nebendran im Haus. Ach, Mama wohnt nebendran. Richtig. Deine Mama habe ich noch nie gesehen. Die ist arbeiten. Okay. Die ist arbeiten. Was arbeitet deine Mama? Meine Mutter ist Rentnerin eigentlich, ist schon 62, mhm, aber die geht ein paar Tage die Woche noch als Kassiererin arbeiten. Alles klar. Ja. Ach Mensch, hier. Pilze und überall diese Weihnachtslieder. Ja, ja. Aber hier geht es ja noch weiter. Das Haus sieht von draußen gar nicht so groß aus. Richtig, richtig. Ah, hier wird geschlafen. Hier wird geschlafen, genau. Alter Schwede. Aber du hast hier eine Sonnenbank über dem Bett. Richtig. Nee. Das doch. Hab ich noch nie gesehen. Und kann man die hoch und runter fahren? Ja, kannst ruhig drücken. Darf ich mich mal hier, warte mal, ich zieh mal einen Schuh. Ja, na klar, darf bitte. Ich mal? Oh, hier, herrlich. Wie, und dann liegst du, Wasserbett. Wasserbett. Oh. Alter, und dann liegst du hier. Jeden Morgen. Du wirst lachen, jeden Früh. Jeden Morgen liegst du hier und... Nee. Oh. Hört das irgendwann auf? Oder wird nee, du musst schon aufhören zu drücken. Aber es ist hier auch... Also wenn du hier mal jemand Dünnes zu Besuch hast, kann auch... Alter Schwede. Und wo geht die an?
An geht sie vorne. Geil. Ich drehe wo. Warte, mach mal ruhig an hier. Mach mal an. So, ich. Alter Schwede. Krass. Das habe ich noch nie gesehen. Dass jemand das im Bett hat. Toll. Jeden Morgen, wie lange, wie viele Minuten? 20 Minuten. 20 Minuten? 10 Minuten Rücken, 10 Minuten Bauch. Ah, herrlich. Abgefahren. Und dieses Wasserbett, ja, das ist ja auch angewärmt. Ja, ja, natürlich. Toll. Also ich kann mir vorstellen, komm ruhig hier mit ins Bett, ja. Also ich habe hier immer schön hier... Das hat schon was, ne? Ach, das hat auf jeden Fall was. Also, ich kann mir vorstellen, wenn du jetzt bei Promi Big Brother da irgendwo landest, ja, also es könnte ja auch schwieriger werden, ne? Es wird ja auch jedes Jahr anders. Also, ich weiß auch nichts, ne? Und wenn du also hier aus deinem Wasserbett mit Sonnenliege... Gab es dann eigentlich mal ein Haus, wo ein Solarium mit dabei war? Ich glaube nicht, ne? Bist du solariensüchtig? Naja, nicht süchtig. Ich mag das schon, ne? Alles klar. Wie ist das? Aber wenn du das jeden Tag machst, das ist ja so Dieter Bohlen mehr. Ich glaube, Dieter Bohlen hat das auch zu Hause so hängen. Bestimmt, bestimmt. Also ich glaube, alle 80er-Jahre-Kinder haben ein Solarium zu Hause, ne? Ja. Na, ich bin, wie alt bist du? Ich bin 40. Oder bin ich ja 8 Jahre alt, bin ich ja 70er-Jahre-Kind. Nee, ich hab das nicht. Und ist das gut für die Haut, wenn man das jeden Morgen macht? Ja, das weiß ich nicht, ob es gut für die Haut ist, aber mir bekommt es von der Psyche gut, denke ich immer. Wobei, vielleicht sind die Synapsen auch deswegen schon durchgebrannt, ich weiß es nicht. Völlig durchgeschmuggelt hier. Toll. Ach, das ist ja... Und dieses Bett, ja? Abgefahren. Ich wollte mir auch mal sowas zulegen, habe aber festgestellt, in der Mietswohnung kannst du es nicht machen, weil das so schwer ist, so ein Bett. Aber ihr hier im Eigenheim? Passt es, ne? Super. Ist ja schwer, ne? So 1,5 Tonnen oder so. Ja, ja. Ah, nee, also ich mit meinem Jetlag, ja... Ich komme ja gerade aus New York. Ich könnte jetzt sofort hier einschlafen. Ach, Matthias, das ist wirklich zu schön. Nee, also das wirst du vermissen, oder? Ja, ich glaube schon. Also ich bin eh sehr gespannt auf die Schlafsituation. Ich gehe ja eigentlich eh schon vom Schlimmsten aus. Ja. Also ich gehe davon aus, dass ich auch in dem ärmlicheren Bereich wahrscheinlich einziehen darf. Man weiß es nicht. Aber ich bin ja wie ein Chamäleon. Ich kann mich ja immer meiner Umgebung anpassen. Also man weiß nicht, ob vielleicht ist es ja nur noch reich, vielleicht ist es nur arm, man weiß wir werden nicht. Sehen, ne? Wir werden sehen. Wobei ja dieses Jahr ist vorher schon irgendwie, also kandidatenmäßig schon mehr bekannt als in den Jahren davor. Das stimmt. Ja, es ist schon. Also vielleicht kommt ja doch auch noch ein bisschen Info zum Haus irgendwie. Ja. Was ich natürlich nicht schlecht finden würde. Vielleicht kommt doch noch Iris Klein. Ach, um Gottes Willen. Wäre das schwierig, wenn Iris Klein kommt? Boah, auf jeden Fall. Also ich finde, Iris ist schon eine sehr schwierige Person. Und ja. Also ich glaube, dass keiner sich wirklich über Iris freuen würde. Und ich glaube, Peter am allerwenigsten. Peter am allerwenigsten, um Gottes Willen. Na, schauen wir mal, was da so passiert. Außerdem wäre es ja dann wieder eine Iris Klein-Show. Also ich denke, wir sollten dem Peter auch wirklich mal einen Solo-Auftritt gönnen. Das Abgefahrene ist, das habe ich in meiner Geschichte gar nicht erzählt, aber das Abgefahrene ist, die Iris hat durch diese Peter, also durch, hat sie ja angeschoben, ne? Hat sie bei Instagram mit diesem ganzen Hin und Her 300.000 Follower gewonnen. Ich die weiß. Ist, die ist jetzt bei 500.000. Ich weiß. Nur durch diesen Quatsch, ja? Und Peter hat eigentlich, naja. Ich glaube 150 oder 120, ja, ne? Ja, 120, aber Iris ist quasi, hat sich quasi eine Einnahmequelle dadurch. Richtig. Weil mit 500.000 brauchst du nicht arbeiten gehen. Brauchst du dich nicht zu beschweren, ne? Ach, Matthias, aber wenn ich das vorher gewusst hätte, dass hier also ein Solarium über dem Bett hängt. Toll. Ich muss auch nochmal ein Bild machen, wie du hier unter dem Ding liegst. Ach, um Gottes Willen. Komm, ein Bild noch, wie du hier liegst. So quasi in echt. Wie in echt. Hilfe. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Wer guckt? Und wie nah hast du das dran? Wie nah hab ich das? Naja, so hab ich das auch schon immer. Alles klar. Ja. Weil es soll ja auch was bringen, ne? Ja,
Und was sagt dein Hautarzt dazu, dass du, wenn du hier immer dich jeden Tag... Ich habe ja Gott sei Dank keinen Hautarzt. Aber sag mal, du bist ja gar nicht so braun. Bist du ja, ich hätte gedacht, wenn du jetzt jeden Tag... Naja gut, das sind ja auch keine starken Röhren. Das sind ja jetzt nicht die Röhren, wo man denkt, Dieter Bohlen sieht anders aus. Naja gut, wer weiß, was der wird wahrscheinlich auch noch selbst Bräuner drunter machen, drauf machen. Wahrscheinlich. Das ist okay. Also das ist jetzt nicht so Braunmach, sondern eher mehr, geht es mehr um die... Geht mehr einfach um die Bestrahlung, um das Warme, um dieses Angenehme. Und ich finde das, um diesen November-Blues loszuhaben, ist das genau das Richtige. Alles klar, aber du hattest ja auch mal ein Ich hatte auch ein Solarium, richtig. Ich hatte ein Sonnenstudio. Was du auch alles hattest. Du hattest ein Solarium, ein Sonnenstudio, dann hattest du ein Nagelstudio. Das war da mit dabei, richtig. Alles klar. Das war da mit dabei. Das Friseurgeschäft war auch... Nein, habe ich nicht gehabt. Ich habe nur als Friseur gearbeitet. Ah, okay. Alles klar. Könntest du mir jetzt auch die Haare machen? Boah, wie lange ist das her? Das ist ja auch schon 100 Jahre her. Überleg mal, das ist 15 Jahre her. Und hier sind so alle eure Klamotten hier drin, hier so? Bist du so ein, ich habe letztens die Beckham-Doku geguckt und da habe ich festgestellt, Mann, hast du die auch gesehen? Darf ich ein was aufmachen? Oder ist da drin Chaos? Mach einen auf. Nein, also nein, so ganz so ordentlich ist das nicht. Du kannst ruhig da aufmachen. Welchen darf ich? Also, mach den auf. Hier. Alles wunderbar hier. Warum hast du Vic Vaporub im Schrank? Du wirst lachen, weil meine Nase im Moment Dings ist. Und dann habe ich das heute Nacht drauf gemacht. Ich glaube, das müsste sogar auch leer sein. Und das Richtige steht draußen im Bad. Hier alles im Schrank steht. Laurenzi-Messe. Was war auf der Laurenzi-Messe? Ja, ich helfe ja immer meinen Freundinnen beim Mandeln verkaufen. Ah, okay. Auf der Kirmes. Also alles easy hier, Mensch. Na? Also bei mir dürfst du nie im Schrank gucken. Ich habe immer Angst. Ich finde das schon immer so chaosmäßig. Michaela Schäfer war mal bei mir zu Hause, weil ich immer bei ihr zu Hause bin. Dann ging sie in meine Schränke. Oh, dann dieses Gefühl, ja, weil ich das sonst immer mag. Ich gucke immer in die Schränke. Ach, wie schön. Und hier wird schön auf Fernsehen geguckt. Und hier gibt es bei euch laufen noch DVDs. Ja, wie sagt man denn? Was ist das, glaube ich? Guck mal, was es ist. Es könnte vom Winde verweht sein. Das ist gar nichts irgendwie. Doch, du musst doch draufstehen. Ach, warte mal, hier. Guck, vom Winde verweht, sage ich doch. Oh, die DVD, die ist abgegriffen. Ja. Und die funktioniert trotzdem noch. Alter Schwede, die wird oft eingelegt, diese Richtig. DVD. Meine Fresse. Ich hatte auch schon lange keine mehr in der Hand, aber hier bei euch gibt es noch DVD. Was hast du hier? Faber-Castell? Ach, das ist ein Dings. Das sind Stifte. Alles klar. Tja, Mensch. Ach, wie schön. Oh, hier draußen Pool. So, was gibt es noch Schönes bei dir? Hier wohnt der Hund. Hier wird auch geschrieben. Ja, mehr gibt es gar nicht. Mehr gibt's. Oh, hier und hier ist noch du in jüngeren Jahren sozusagen. Ja, ja. Holla, die Waldfee. Wo hast du eigentlich den Hubert kennengelernt? Ich habe den Hubert im Internet kennengelernt. Im Internet? Im Internet. Und dann, hast wie weit entfernt von hier gewohnt? Ich habe in Darmstadt gewohnt, 140 Kilometer von hier. Und bin 2 Jahre immer gependelt. Alles klar. Ja. Und wie es so mit Hubert läuft, ist alles schön? Ja, natürlich. Also es ist ja natürlich, wenn man so lange zusammen ist, ist das natürlich eingeschleift. Schläft hier oder schläft er? Nein. Wir schlafen seit 5 Jahren getrennt. Alter, Hubert, zu schnarchen. Nein, das nicht. Aber wir haben immer schon getrennt geschlafen. Ja. Und das war ja Huberts Mutter, seine Wohnung. Und wir hatten ja oben nur ein Schlafzimmer, ein kleines Schlafzimmer. Okay. Und ich bin jemand, ich schlafe kalt. Ich schlafe mit offenen Fenstern und schlafe auch, dass der Rollo oben ist. Und Hubert ist jemand, der schläft bei 30 Grad, Fenster zu, Rollo pickeldicke unten. Und dann bin ich früher schon, also wirklich, ich glaube, ab der zweiten Woche, wo wir zusammen waren, bin ich immer nachts geflüchtet, weil ich mich geschämt habe. Eigentlich habe ich immer gewartet, bis er schläft und bin dann ins Wohnzimmer geflüchtet. In den Kühlschrank, rein in den Kühlschrank. Ins Wohnzimmer geflüchtet und habe dann immer im Wohnzimmer oder im Wintergarten geschlafen. Und wie die Mama dann gestorben ist, habe ich gesagt, so, ich sag, und einen Wunsch erfülle ich mir jetzt. Wir machen getrennte Schlafzimmer, dass jeder schlafen kann, wie er möchte. Der eine kochend heiß wie in der Sahara und der andere eiskalt wie am Nordpol. Also ich muss ja hier frühst manchmal das Eiskratzen anfangen, so kalt ist es bei mir ja. Obwohl, das liebe ich auch, so schön so eine Daunendecke
Und dann so eiskalt. Das ist toll. Also dann auch mit dem beheizten Wasserbett. Weißt du, das beheizte Wasserbett. Und wenn du dann die Daunendecke bis hier oben hast, ja, und hast aber eine kalte Nase. Ich finde das toll. Das ist ein unheimlich erholsamer Schlaf. Toll. Super. Ach, ich bin also für Wasserbett, ja, das finde ich gut. Da gab es immer früher in den 90ern, ging es immer das darum, Wasserbett beruhigt oder nicht beruhigt. Ist das beruhigt? Also ich finde halt, wenn du zu zweit in einem Einkammerwasserbett schläfst, ist es schon anstrengend. Das Weil wenn der eine sich umdreht, das ist nur eine Kammer. Ja. Also das heißt, wenn du zu zweit hier drinnen liegst und der eine sich umdreht, hat der andere auch Wellengang. Sehr gut. So, was haben wir noch hier Schönes? Was können wir noch heute gucken? Bei ja, dir? Wir können noch Dings raus am Pool können wir noch gehen. Ah, ne? Pool ist immer gut hier. Raus an den Pool. Warte, bevor wir rausgehen. Ja? Ich würde dir. Und ihr dürft. Hoch oder runter? Ah, hier so. Garten. Garten. Ah, Garten. Halt schon im Winterschlaf, ne? Ich will mal noch mal Pool gucken hier. Da ist auch noch Wasser drin. Wasser wird die Woche noch abgelassen. Ja. Aber ansonsten. Wasser bleibt nicht drin. Nein. Nein, der wird jetzt dann winterhart gemacht und dann... Alles klar. Ah ja. Ich kenne das aber auch, dass das Wasser drin bleibt irgendwie. Dann müssen wir irgendwie so eine Chemikalie reinschütten. So. Na gut, bei uns wird das Wasser bis zur Hälfte abgelassen nur. Ja. Ne? Und dann kommt eben halt auch dieser Frostschutz rein. Aber dass eben halt die Düsen quasi ohne Wasser sind. Bis unter die Düsen wird es abgelassen. Der Whirlpool sozusagen. Petrus, hier ist ein bisschen wärmer hier drin, dem Gewächshaus. Hm. Habt ihr auch so eine Art Hausangestellte, Gärtner? Nein, gar nichts. Wird machst alles selber? Mach ich alles selber nach wie vor, ja. Hier putzt der Chef noch selbst. Richtig. Aber du kannst ja auch ganz schön putzen. Ja. Ist ja immer hier ordentlich. Ist schon ordentlich, ne? Ordentlich was zu tun bei euch. Oh Mensch, hier, das Holz, ja. Aber oben habt ihr, da ist er ja, ein wunderschön. Guten Tag. Ein wunderschönen guten Tag. Wie geht's euch? Können wir Sie auch noch besuchen? Ja. Oh, jetzt, nee. Was denn, was guckst du denn für Bus? Nee. Hast du alles weg? Was? Ich will nicht jetzt jemand irgendwas durcheinander bringen, um Gottes Willen. Nee. Also. Ja, sieht es normal bei dir aus, dass gefilmt werden kann? Zwei, drei Tüten muss ich halt wegstehen. Ist ja sehr weihnachtlich jetzt da herum. Also, sonst gehst du einfach. Also ich würde es gern machen, verstehst du? Weil ja, beide so wir. Und so. Ja, klar. Vielleicht guckst du noch mal vorher, ob alles in Ordnung ist. Weißt du, was ich meine? Also, ich sehe gerade nee, so ein bisschen. Schon, nein. Wenn er das sagt, wird es schon. Ich will nur nichts, um Gottes Willen. Nee, alles nur, gut. Nur nichts durch den. Also. Aber der Weihnachtsmann ist gut da oben. Sehe ich schon. Aber den, willst du den auch filmen? Ja, dann geh mit. Alles. Warte mal, wir brauchen noch eine Funkstrecke aus dem Auto. Ja? Jetzt kommt die, schlägt die Stunde des Tentakel. Ich muss ihm noch schnell eine. So, jetzt gehen wir nochmal zum Hubert. Jetzt gehen wir auch nochmal hoch, ja. Jetzt ist er ja angezogen, ne? Jetzt ist er angezogen, jetzt ist aufgeräumt, jetzt gehen wir zu Hubert hier. Ah, hier herrlich. Hier im Treppenhaus, Hubert, in verschiedenen Phasen, alles klar, des Lebens. Mit Arabella Kiesbauer hier. Was war da los? Warst du schon? Das ist Talkshow gewesen. Als Talkshow-Gast? Ja. Toll. Ich glaube 80 Mal oder 40 Mal. Hier, komm mal her hier. Oh, hier mit dem jungen Kerner. Hubert mit dem jungen Kerl. Da war ich als Talkgast. Hubert, ich grüße dich. Hallo. Ja, grüß dich. Servus. Sag mal hier, geht ja schon im Treppenhaus. Was war hier los? Wo? Das war Talkshows. Da hat es geheißen, ich liebe Schlager der 80er. Okay. Und da war auch der Peter Orloff war als Talkgast. Und der hat hinten so gezittert und hat gesagt, gell, du bist gar nicht aufgeregt. Und ich habe gesagt, nö, mir macht das nichts aus. Okay. Und wie viel Mal warst du früher in Talkshows? Ach, bei Arabella Kiesbauer war ich, glaube ich, 54 Mal oder so. 54 ja, Mal? Ja, wir haben immer Zuschauer nach München gebracht.
War immer ganz lustig, ja. Ihr habt Zuschauer da eben. Ja, dann habe ich bei Geh aufs Ganze habe ich mitgemacht, Glücksrad habe ich selber mitgemacht, beim Kerner war ich, beim Hans Meiser war ich zweimal als Talkgast. Wahnsinn. Also ja, das hat sich dann immer so ergeben, weil ich immer Zuschauer runtergebracht habe. Hallo Hund. Wer ist das hier? Das ist die kleine Joyce. Die Joyce, kann man Joyce hochnehmen? Oder natürlich kann man die Joyce hochnehmen. Joyce durch, beißt die mich dann. Oh, ja. Unsere kleine Maus, die schon 10 waren jetzt. Die Joyce hier. Mensch, hat man die erst zum 30. bekommen. Aber ihr habt ja, oh Gott. Ihr habt ja hier so ein bisschen so gespiegelt, irgendwie die gleichen Wohnungen. Ja. Irgendwie so, ne? Ja, wir haben halt jetzt das ganze Haus, weil Matthias hat gesagt, wir nehmen niemanden rein. Wir hätten auch eine Wohnung nehmen können, aber wir haben gesagt, wir nehmen das ganze Haus. Okay, und hier bei dir auch schon, ist schon 6. November, aber wahnsinnig weihnachtlich. Ja. Dekorierst du bei ihm oder dekoriert jeder Hubert für sich? Hubert dekoriert hier, aber Hubert dekoriert zur gleichen Zeit wie ich. Also ich habe das irgendwann mal angefangen mit dem 1. November, das gab es hier früher nicht in dem Haus. Ja. Hier ist noch nicht viel dekoriert worden. Gar nichts, bei uns ist gar nichts dekoriert worden früher. Und das ist ja alles hier herum, ist ja alles noch Matthias Handschrift da herum, ne? Was wir früher immer so gekauft haben. Also es ist wirklich ein Unterschied, wir waren gerade auch bei ihm im Schlafzimmer, hier oben ist wärmer. Hier ist mehr geheizt. Definitiv. Nee, hier ist nicht mehr geheizt, hier ist halt, kommt die Sonne anders da rein. Der Garten ist groß und da kommt die Sonne richtig rein. Und ich habe ja den Ofen. Ja, ne, und da wird schön angemacht. Gar nicht, wo man jetzt erst gucken soll. Oh, diese Küche hier. Irre. Ach nee, die Küche nicht. Nee, warte mal. Nee. Aber nur mal so hier. Ja, du kannst es so, kannst du mal komm rein. Mal hier so. Komm, so ein bisschen nur, kannst nur, du. Nur ja, aber, so. Aber halt nicht so ins Eingemachte, weil da liegt halt alles noch voll. Alles da ist nichts gemacht. Ich stelle mich hier, also wir gucken hier nicht überall hin, ja. Wir gucken nur hier so. Toll. Genau. Aber hier, das habe ich auch noch, diese Idee mit so Weihnachtsmannsäcken über den Stühlen. Ja. Wahnsinn. Ich habe sogar über den Mülleimer. Über den Mülleimer hier. Aber da kannst du den Mülleimer ja gar nicht. Ich muss halt immer die Kappe hochziehen dann, wenn was rein muss. Und den Adventskalender, den tut Matthias mir immer schön, schöne Schokoladesachen und schöne Sachen macht der Matthias immer ganz, ganz lieb für mich. Was ich auch beachtlich finde, unten in der Küche und hier steht der Thermomix an haargenau der gleichen Stelle. Das stimmt, ja. Da ist so, damit, witzig, ne? Damit man blind quasi zu dem Thermomix greift. So ungefähr, ja. Toll, ich bin abgefahren hier überall. Und du hast immer auch so schöne Bilder hier rumhängen. Ja. Mit Autogramm. Du bist ja richtiger Autogrammjäger. Ja, ich finde es halt immer lustig. Ja, was ist dein wertvollstes Autogramm, was du hast? Oh, ich glaube von den Beatles noch. Ich habe von früher ganze Autogramme von meinem guten Freund, habe ich die vom Theo, habe ich so ganz alte, der war Autogrammsammler und der hat mir so 2 Alben hat er mir geschenkt. Das sind alles so vom Roy Black über, wer ist denn alles drin, Matthias, du weißt Bär Bescheid, oder? Irgendwie Hansi Müller und was weiß ich, die Fußballer alle und der war in so einem Club drin und da war immer recht lustig. Und wenn man die Fronten, ist das jetzt wegen Weihnachten rot oder? Nee, die sind immer rot. Nee, die werden extra für Weihnachten gestrichen. die Küche habe ich mir damals mit 21, habe ich mir die schon gekauft. Und ich bin da in den... Jetzt bist du erst 23. Ja, ist knapp drüber, sind 2 Jahre alt, ist erst 2 Jahre alt, die arme Küche. Ne? Also eine schwarze Decke. Eine Spiegeldecke ist das. Eine Spanndecke. Die hat Matthias und ich mal mit Hausdoktor. Mit einem Pilotprojekt. Ist mit Pilotprojekt und es ist nie ausgestrahlt worden. Ist das mal gemacht aber worden. Das hier oben ist nicht so viel im Fernsehen wie das unten. Nee, nein. Früher war es halt immer. Früher halt früher immer, oben, jetzt, immer oben genau, und jetzt halt jetzt immer hier, unten. Ne? Also jetzt hier, das ist das nicht Fernsehbereich. Ja, nee. Richtig, das ist jetzt privat. Das ist jetzt privat. Ja, es ist jetzt hier eingemacht. Oh, hier ist ja Weihnachten Wonderland. Halleluja. Gerade mal noch mehr Licht. Wie, warte mal, kannst du anmachen? Hier ist ja wirklich Weihnachtswunderland hier. Ja. Mit Christbaum in Weiß. Die habe ich aus Mexiko heimgeschleppt, die Grippe. Ja. Die habe ich damals gesehen und die habe ich aus Mexiko in der Tasche über LA, über Los Angeles nach Deutschland heimgeschleppt. Wie ist es bei euch, Matthias, Gestalt, machst du hier oben auch die Deko? Oder nein, die Deko hier oben macht Hubert komplett. Hier oben ist Hubert Deko. Ich mache nichts mehr für dich, hat er gesagt. Nein, dir gefällt dir ist es ja nicht bunt genug, was ich mache. Bei mir ist ja immer Farbkonzept alles. Ach so. Und Hubert mag ja bunt und Hubert mag ja rot und ich hasse rot. Ah, verstehe.
Alles klar. Also du gehst hier... Die rote Couch ist auch erst gekommen, nachdem wir unten die Wohnung hatten. Genau. Also, das heißt, du gehst gar nicht mehr hier hoch, weil es ist dir zu rot. Natürlich. Ich mach die Augen dann immer zu, weißt du? Nein, Spaß beiseite. Nein, aber ich hätte nie eine rote Couch gekauft zum Beispiel. Ich finde, okay. Rot, so eine, also rot, finde ich, gehört halt nicht ins Wohnzimmer und auch nicht ins Schlafzimmer, weil das ja so auf Dings ist. Man soll ja eigentlich grün streichen, glaube ich, ne? Also ich finde es beachtlich. Ich staune, was so alles möglich ist, ja. Ja. Und hier draußen, es geht ja immer weiter hier, wird es ja immer weihnachtlicher. Mit Weihnachtsmann. Ja. Meine Fresse. Warte mal. Oh, hier. Yeah. Alter Schwede. Abgefahren. Wo kriegt man so einen Weihnachtsmann hierher? Den habe ich hier in Hammelburg gekauft. Toll. Der war mal reduziert. Ja. Der geht aber jetzt nicht aus. Jetzt geht er wieder aus. Abgefahren. Aber ich merke schon, Matthias würde sich nie so einen Weihnachtsmann hinstellen hier. Das war mal ein Nikolausgeschenk von mir. Ja. Aber du würdest den nicht hinstellen. Heute nicht mehr. Heute nicht mehr. In der Tat nicht. Abgefahrenes Ding, ey. Und hier auch noch ein Weihnachtsbaum. Ja. Mensch, bei euch ist also Weihnachten kann kommen. Aber Hubert hat hier schöne Aussicht. Mega. Ich habe ja hier immer meinen Tisch draußen, meine Liege, meinen Bananenstock. Und da habe ich das schön gemütlich da herum. Da ist man auch öfters. Super. Hier wird schön abgelegen. Nee, das ist meine Liege. Wenn Sonne ist, mache ich hier auf und schiebe die davor. Dann kann ich hier auf, weil herin ist ja... Der Hubert hat ja kein Solarium. Ich habe ja kein Solarium. Ich muss ja noch die richtige Sonne nehmen hier. Darf sich nicht manchmal unten bei dir reinlegen? Doch, aber macht er ja wenig. Mache ich nicht. Du willst die echte Sonne. Ich tue die echte Sonne, Vitamin D. Das tut doch gut für die Haut, für die Psyche. Aber nicht zu viel. Nein, zu viel. Halbe, dreiviertel Stunde länger gehe ich nicht. Und sag mal, bist du schon ganz traurig, wenn jetzt dein Partner zu Promi Big Brother geht? Boah, ich bin richtig traurig. Habe ich ja nichts zu essen. Hat schon gesagt, am Sonntag wird das letzte Mal gewaschen. Ich habe noch nie in meinem Leben eine Waschmaschine, noch nie einen Trockner angestellt. Ich habe gesagt, aber ich habe ja Gott sei Dank viele Klamotten und ich komme aus, bis er dann wieder zurückkommt. Genau. Matthias macht ja alles für mich. Du kochst, der wäscht, der putzt, der macht alles für mich. Und wie machst du es dann mit dem Kochen? Hungerst du dann? Na, die Mutti bringt dann schon rüber. Ah, okay. Die Mutti bringt was rüber. Oder ich gehe halt was essen. Okay. Ja? Es gibt ja genug Wirtschaften hier bei uns, wo man was kriegt. Und sag mal, wie ist es? Also ihr habt noch dieses Reisebüro. Und das habt ihr, du? Das hab ich. Nein. Das hab ich. Das hast du. Der Hubert hat so ein Reisebüro. Ich hab das Reisebüro nichts mehr. Ich hab's verkauft und Matthias hat die Reiseagentur dann unten aufgemacht, weil viele Leute gefragt haben, ja, wir würden gerne noch bei dir buchen. Und dann habe ich gesagt, ja, Matthias, kostet nichts. Computer ist da, Internet ist da. Das heißt aber, du bist Rentner? Ich bin Rentner. Okay. Ich bin mit 50. Ich bin mit 50 in Rente gegangen. Alles klar. 49,99 sozusagen. Ich bin am 31.12. in Rente gegangen und am 15. Januar, wo Matthias im Dschungel war, bin ich 50 geworden. Und das habe ich aber schon immer gesagt, wie ich 20 war, mit 50 höre ich auf. Immer genug zur Seite gelegt, genau. Und so bist quasi Multimillionär. Na, Multimillionär nicht, aber ich kann gut leben. Na? Ich bin aus dem Höchsten raus. Multimillionär ist ja auch erst ab 10 Millionen. Ja. Nicht schlecht, aber kannst du den jungen Leuten auch nur empfehlen, ja, also schön bis auf 50 und dann... Genau, und dann fertig. Jetzt bin ich ein bisschen neidisch, du. Ich bin 48, muss aber noch. Ja. Okay, alles klar. Ich lese schon immer, wenn da steht, mit 250.000, wie man die anlegt, dass man da in Rente gehen kann. Genau. Ach ja. Herrlich, komm, können wir noch mal einmal weitergehen hier. Durchs Hubertreich. Das Schlafzimmer ist auch nicht so ganz so auf, aber guckt halt, dass er nur vorne ein bisschen filmt. Ja, ja. Weil da liege ich auch noch ein paar... Riesenfernseher hier, der Hubert. Fast so groß wie meine Beamerwand. All klar hier. Hier wohnt der Hubert. Hier, viel rot. Ja. Hier kommt der Matthias, kommt hier nicht rein. Nee. Ich habe extra für den Matthias goldene Kugeln an meinem Weihnachtsbaum im Schlafzimmer. Extra goldene Kugeln, weil Matthias die wollte. Hier auch noch. Wenn er dann immer auf Besuch kommt, dann hat er wenigstens die goldenen Kugeln hier. Weil das Rote stört ihn ja immer. Abgefahren. Ist aber auch, also für jemand, also der Partner mag kein Rot, aber hier Rot zieht sich hier richtig, wird hier zieht richtig sich durch die ganze rot Wohnung geklotzt. Durch. Ja. Der Matthias, der guckt schon. Normalerweise hat die Joyce auch ein rotes Mäntelchen an.
Das hat es aber jetzt neu von der Oma gekriegt. Ja. Deswegen ist es jetzt pink. Alles klar. Mensch, was ihr alles habt hier. Hier so ein, hier noch so ein Weihnachtsmann. Ja, ich gehe auf Flohmärkte einkaufen. Ja. Ich war jetzt drüben, jetzt habe ich mir wieder eine komplette Grippe gekauft und habe aber nicht nachgeschaut, jetzt fehlt mir der Josef. Ja. Ich dachte, ach, was für ein Panik. Ach Mensch, und da auch noch hier die besonderes Flohmarkt. Wo seid ihr da gewesen? Echt? Hier? Ja. Das war in Mexiko am Strand, waren wir da. In Mexiko und am Strand. Dann haben wir uns hier und schön. Und hier hast du dein Büro. Ja, aber dann bitte nicht so dahin. Das ist mein Büro, ja. Ja, das ist auch ein Büro. Ja, ach, herrlich. Und hast du auch ein Wasserbett? Ich habe auch ein Wasserbett. Wir haben beides das gleiche Wasserbett. Alle haben hier ein Wasserbett. Ja, das ist. Ach, herrlich. Ah, wenn du da drunter langst, schau mal, wie warm. Ja. 29 Grad. Es ist herrlich. Und dann Mikro. Er hat schon gesagt, du schläfst immer bei 30 Grad hier. Ja, bei mir ist auch Fensterrollladen bis unten. Ich kann kein Licht, kein gar nichts haben. Auch im Sommer schlafe ich mit zu einem. Ja. Mit zu einem. Das hier auch diese noch so lila Fädengardine hier. Meine Fresse. Ja, früher hatte man, glaube ich, irgendwo eine lila eine Wand gehabt, oder? Hinterm Bett. Da hinterm Bett war eine lila eine Wand und dann irgendwann war ich mal im Krankenhaus und gesagt, bis du heimkommst, ist dein Zimmer umdekoriert. Puff, war es dekoriert, hat er neu tapeziert gehabt. Das ist aber alles noch Matthias, übel, ich bleibe. Das sind ganzen Matthias seine Sachen noch alle. Wie, aber das hängt jetzt, das wird nie abgenommen. Doch, die werden abgenommen, natürlich. Das ist nur Weihnachtsdeko. Nur Weihnachtsdeko ist das. Das ist Weihnachtsdeko. Sommer über gibt es hier was anderes. Sommer über hängen hier irgendwie, weiß auch nicht. Da hängen Klatschmohn. Da hängen Klatschmohn. Roter Klatschmohn. Nein, da hängen junge Männer hängen dann da. Dass ich aus dem Bett wegen was zum Gucken habe. Ja, ne? ja. Ich verstehe. Aber sonst, die Liebe ist noch frisch und so? Natürlich. Herrlich. Ja, am ersten Tag, ne? Nach 17 Jahren. Nee, auch alles, es läuft. Ich sag mal, das läuft hier. Das läuft wie, warte mal, jetzt seid ihr, also 18 seid ihr verheiratet und zusammen seid ihr, was hast du gesagt? Seit 2017 Jahre? 17 Jahre, nächsten Sonntag. Nee, natürlich. Nee, wird ja später doch, hier ja, oder? Natürlich. So. Hier kann man alles sagen. Wir haben auch vorhin unten den 6. November thematisiert. Okay, alles klar. Ja, am 12. November. Also nicht, dass hier Unstimmigkeiten gibt, um Gottes Willen. Am 12. November haben wir dann 17-Jähriges schon. Ja. Ja, und das wird, geht ja bis zum, bis also ihr werdet ja nie wieder getrennt, ja, hoffentlich. Schauen wir mal, ne? Schauen wir wie mal. Er sich anstellt, ne? Pass nur auf, wie du dich anstellst. Wo gibt's immer mal so kleine Reibereien? Ich merke schon die Farbe. Wo gibt's noch manchmal so Reibereien? Ja, vom Fortgehen natürlich, Matthias. Ich gehe gerne auf Schlagerpartys, auf Malle-Partys. Ja. Da will Matthias halt auch gar nicht. Da gehe ich auch nicht mit. Da geht auch nicht mit. Da geht nein. Okay, ich gehe dann lieber auf irgendwelche Chill-Out-Geschichten, in irgendwelche Bars. Ja, okay. Ja. Also so zusammen weggehen ist nicht so viel. Ja doch, also wir haben auch drei Freundeskreise. Wir haben jeder einen eigenen und wir haben einen gemeinsamen Freundeskreis. Ja. Okay. Ja? Also auf Schlagerparty oder auf Malle-Party bin ich dann immer der Part, der das Haus hütet. Ja, alles klar. Und wenn die Leute mich dann immer fragen, wo ist denn Matthias, dann sage ich, die Möbel waren teuer, einer muss da drauf aufpassen, sage ich dann immer. Okay. Und nochmal für Dove, wo habt ihr euch kennengelernt? Bei G. Romeo, hier an diesem Computer, da haben wir uns kennengelernt. Stimmt, der Matthias war auf der Arbeit in Darmstadt und ich lag hier bei mir auf dem Bett und da habe ich da wegen gechattet und auf einmal hat Matthias mich angeschrieben. Ah. So haben wir uns kennengelernt. Das war hier so, Millionär sucht jungen Mann zum Ausgehen. Genau. Zum Dekorieren. Ja. Aber er hat damals gar nicht gewusst, dass ich Millionär bin, ne? Der hat mich damals nur ein Bild von mir gesehen gehabt. Sowas du gar nicht senden, bitte. Gut, okay. Alles klar, Freunde. Und aber was verbindet euch trotzdem noch? Also, so, was hält die Liebe und was hält die Beziehung, was hält es hier am Laufen? Na gut, was hält es am Laufen? Das ganz normale Leben halt einfach, ne? So wie es halt ist. Möglich aber schon, ja. Also so ein bisschen, so ein kleines bisschen. Nein, Spaß beiseite. Ich finde, das ist halt sehr wichtig, dass jeder seinen Freiraum hat. Also, dass der eine die Musik halt hört, die er hört. Oder auch beim Fernsehen gucken. Also, wir gucken auch zusammen Fernsehen, das, was wir zusammen gucken. Aber ich gucke zum Beispiel kein Traumschiff mehr. Ich habe früher Traumschiff geguckt, ich gucke jetzt lieber Mord und Totschlag. Ich gucke lieber einen Tatort oder sowas, ja. Ich habe noch nie in meinem Leben einen Tatort geschaut. Ich schaue dann Rosamunde Pilcher. Okay. Matthias, schau die, wie heißen die auf Sat.1 Gold da immer, die deine Mittagsdinger da. Die ach so, ja, ich bin ja so ein Fan von alten Sachen. Ne? Ich gucke ja so gerne Unsere kleine Farm und solche Sachen. Und das schaue ich halt gar nicht. Das ist meins überhaupt gar nicht. Deswegen haben wir auch so viele Fernseher. Ja. Und zwei Wohnungen.
wo der eine in Rot und der andere in Versace arbeiten kann. Genau. Super. Wie sich jeder austoben will bei uns. Ja, wie so sich jeder wohlfühlt, richtig. Ja. Und du wirst es im Promi Big Brother jeden Abend gucken? Ja, natürlich werde ich gucken. Wer fährst du anrufen für den Matthias? Ja, sehr gut. Gott, da wird meine Leitung wird hier glühen, du. Ja, schön, Männer. Ne? Bin völlig begeistert hier, wie unterschiedlich das so sein kann bei den Ehepartnern. Ja. Abgefahren. Okay, gut. Dann gehen wir hier wieder, ne, Timo? So. Ich hätte gedacht, das ist eine Art grüner Plastemarmor, aber ist nicht grün. Nee, der ist grau, so wie da drin, bloß von der Sonne ausgeblichen. Ihr habt ja auch wie eine starke Sonne hier bei euch, ne? Also bei dir unten, die Möbel, die werden zerblichen. Richtig. Und hier. Deswegen habe ich auch alles mit Decken abgedeckt, weil die kann man dann irgendwann mal entsorgen, die Decke. Ach so, und hier drunter ist eigentlich... Da ist dann eigentlich... Hier wird mit Abdeckung gearbeitet. Hier wird mit Abdeckung. weil ich lasse halt hier offen und dann wird halt die Wohnung ganz geheizt tagsüber. Wenn die Sonne scheint, auch mit der Solaranlage unten, haben wir unseren kompletten Strom. Eigentlich haben wir einen Akku jetzt und da haben wir den ganzen Strom haben wir jetzt auch für uns. Man muss ja ein bisschen sparen, ne? Ja. Dass man zu was kommt. Ach, war das schön heute hier. Ich hätte nicht gedacht, dass mich das alles erwartet. Echt? Diese Weihnachtsdeko hier. Da habe ich noch eine Frage, ob ich die ganzen Fotos. Na? Boah, meine Fresse. Mit alles, was Rang und Namen hat. Alle. Timo, komm mal mit her hier. Ich komme mal mit her. Hast du auch Hollywood-Stars? Ja, Hollywood-Stars habe ich in Schwarzenegger und warte mal, wie hatten die andere geheißen? Steven Seagal. Ja. Steven Seagal. Merkel, ein Karl Lagerfeld habe ich. Merkel? Noch. Ja. Wo ist die Merkel? Da. Da ist die Frau Merkel. Du bist schon ein bisschen Promi-geil, oder? Nee, ich habe früher habe ich dann keine Autogrammkarten mehr gesammelt, habe ich halt immer Fotos gesammelt. So, ne? Und das hat sich halt so durchs ganze Leben dann so mit durchgezogen. Ich habe aber auf dem Rechner, ich glaube, noch 800 habe ich, glaube ich. Hast du noch? Aber ich habe ja keinen Platz mehr herin. Ja. Wahnsinn. So. Guck, da habe ich ja noch mit Dirk Bach, habe ich noch, mit Jürgen Markus, mit Ibo, die wo schon alle gestorben sind. Ja. Ne, das ist halt. Dies und bei mir findest du nur ein einziges Promi-Bild genau. In der Wohnung. Wen ich hab nur John Collins bei mir. Du hast John Collins? Ja. Und wie ist das für dich so, dass dein Partner hier so stark mit den Promis? Ja, ich brauch das nicht. Ne? Ich brauch das nicht. Du bist selber einer. Ich bin selber Promi, genau. Oh, hier, guck mal, sofort griffbereit die Autogrammkarten. Ja, da schreibe ich Autogrammpost schreibe ich hier. Da wird gegessen hier an dem Tischchen und hier wird die Autogramme. Hast du auch so Autogramme geschrieben? Ich habe auch Autogrammkarten, ja. Darf ich eine haben? Gerne. Komm, mit Unterschrift bitte. Mit Unterschrift. Ja. Du hast hier bestimmt eine von mir. Wir haben auch doppelte hier. Und da habe ich auch von Matthias, weil ich mache ja immer für uns alle drei immer. Ja. Sehr gut. Für? Wie heißt du? Philipp. Jetzt von Hubert Feller hier ein Autogramm. Mit also. I und Paula nur, ne? Ein L-Doppel-P. Doppel-Paula. Aber ich nehme jede Schreibweise. Hauptsache, es kommt von Herzen. Hast du das selber unterschrieben auch hier? Ja, klar. Das ja. Warte mal, das muss ich noch was. So, ja, bitteschön. Also, vielen Dank. So, jetzt gehen wir wieder zu dir. Macht weiter unten. Zeig dir John Collins noch. Alles klar. Also, Hubert, ganz vielen Dank. Gern geschehen. Ich hoffe, du verhungerst nicht in der Zeit, wo Matthias nicht da ist. Ich habe, glaube ich, 5 Dönerläden in Hammelburg. Ne? Alles klar. Und da komme ich um die Runden, komme ich da. Sehr gut. Timo, machst du, dann gehe ich, dann mach